So. Hallo und guten Abend. Ich hoffe, ihr seid alle da und alle vollzählig. Jetzt wird Little Nightmares weitergespielt. Und im Titel steht's ja schon. Falls ich so lange durchhalte, gucken wir zusammen die State of Play von Sony. So was wie die Nintendo Direct für die PlayStation. Gott, bitte. Überstrahlung. Ja. Da bin ich doch mal gespannt, ne? So, weiter geht's. Ich weiß gar nicht, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Blöder Stuhl. So. Damit Spaß, dann machen wir mal das Spiel. Ich habe mir die Kamera extra geholt. Ich glaube, was gehabt hätte, was ein bisschen heller ist. Ich muss mir aber hier scheinbar noch so Lämpsche klemme. Ach, stimmt. Sind der Küche entkommen. So, stelle schon das Bild noch weg. Ein bisschen bessere Performance. Ja, die Typen der Technik. Mir gar keine Frames mehr gezeigt. Steam. Das ist komisch. Naja. Egal, muss es halt so gehen. Was zur... Ach so. Ich glaube, das dreht sich. Hallo, ihr zwei. Schön, dass ihr da seid. Ja. Das Ding dreht sich. Ey, das sieht man aber echt super schlecht, ne? So. Wir hatten einen entspannten Tag gehabt. Komm schon. Wir waren tatsächlich auf einem Schiff. Irgendwas im Hintergrund geht ums Schiff. Und sie holen wahrscheinlich den Kollege und wir werden morgen von da. Okay. Ich hatte einfach mal so Vermutungen in den Raum. Das sind einfach richtig fette, offensichtlich fette, reiche Schnösel. Ich werde einfach jetzt mal die leckere Würstchen von unseren zwei Köchen vom letzten Mal abholen. Alter, wie die da rumwackeln, Mann. Ist ja widerlich. Ja, mal gucken, wie lange das ist. Vielleicht kriegen wir sie sogar durch. Bis das Ding von Sony auf. Ich bin gespannt.
Also, können mich jetzt nicht wirklich wegflashen. Okay. Ich habe übrigens einen Tipp von jemand Anonymen gekriegt. Falls unsere Figur, damit ich mal wieder Hunger kriegt, irgendwas scheint scheinbar oben rechts in der Ecke vom Bildschirm zu passieren. Mag drauf haben. Sehr gespannt, interessiert. Alter, die Musik. Ach du Scheiße. Was zur Hölle? Boah, die haben Bock. Die haben richtig Bock. Könnt ihr uns sehen? Ich will nichts sagen, ne? Ah, diese Jabba the Hutt. Das ist richtig extrem, Mann. Okay, wer ist das? Wir haben auch noch nichts gesehen. Die sehen ein bisschen aus wie die Typen von Wall-E. Das ist super widerlich. Okay, jetzt sind wir zu einer Art asiatische Setting. Oh, ne? Oh, ne? Jawohl. Warum sind die alle so groß und wir sind so mini? Okay. Was ist da oben vielleicht für die Ladies? Ey, die machen irgendeine Festmahl. Ich glaube, ihr wisst, dass wir das sind, ey. Ey, das Zeug sieht aber nicht. Ach du Scheiße. Nicht so widerlich aus wie das, was wir gesehen haben, ne? Oh, gönn dir, Brudi, Mann. Schieb dir's neu. Ey, der ist das nette Mob. Der kaut halt original drauf rum. Ne? Köstlich, köstlich. Kennt ihr mal den Holiday Park? Als es nicht diese Wiki-Reise war. Holy shit! Ist er wohl ausgerastet. Oh mein Gott. Oh Gott! Oh Gott, er will mich essen! Okay, das ist richtig Trial and Error, wo ich keine Ahnung habe, was ich machen soll. Ich habe gedacht, er wird auf mich aufmerksam machen, wegen der Flasche, dann muss ich einfach durch den Raum durchrennen. Boah! Oh Gott, er will mich! Oh, Lauf 6! Zieh's dir neu, Alter. Okay. Oh, Leute, chillt, Alter. Na, 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 du gehst gefälligst auf das Ding. Alter, ich bin einfach voll die Salami.
Was ist das hier? Nee, bisher, was mich das erinnert an Shiros Reise ins Zauberland. Bloß er war super widerlich. Okay. Bist du auf den Hocker? Okay, da kann man schon. Alter, ist einfach nur widerlich, ne? Ein kleiner Zwiebelfreund. Oh, das Bild von uns. Ich kann den Hocker schieben. Ich gucke, ob das hier was bringt. Zu diesem Bild gehen. Na, schade. Fahren nicht, wenn ich schon, ne? Das sind einfach die Schaufel. Kleiner Zwiebelfreund. Lass dich drücken. Oh. Alles gut. Zwiebelmann ist ein freier Zwiebelmann. Das ist so gut. Kann schon herumschmeißen bestimmt, ne? Okay. Was soll ich aber mit die? Kann ich das umschmeißen? Nein. Oder muss ich zurück? Sieht halt so aus, als könnte ich eine Rohr hochklettern. Aber was mag sie? Jetzt kein Bock drauf. Ja, ich soll das machen. Also die Wege sind nicht alles andere als offensichtlich, würde ich sagen. Aber es ist ja nicht schlimm. Hey, das ist einfach... Kann ich halt einfach an und weggucken, ne? Oh, oh Gott, Alter, beruhigt euch, Mann. Oh Gott. Fressgelage. Fressgelage. Bleibt er jetzt stecken? Voll verarscht. Das ist die Raupe nimmer satt. Ohne Scheiß. Ah, oh, bleibt nicht stecken. Das war Puppe. Oh nein. Oh nein. Oh Gott, 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 oh Gott. Na toll, jetzt hat er mich gefangen. Jetzt.
Ist das. Ja, das funktioniert nicht. Ich muss direkt wegrennen. Okay, 6 Lauf. Boah, bitte spül mich nicht ins Klo runter. Oh nein. Toilette. Kann ich einfach sie schieben, dass ich drauf klettern kann? Ja, irgendwie diese Tür raus. Hier weiter. Weil ich schätze mal, ich muss zurück zu dem Fahrstuhl, ne? Aber die Türspringer ist nicht. Das darf ich auch nicht benutzen. Jemand die Idee? Ganz banal mit dem Hocker. Der ist mir zu präsent im Stich gefallen. Hier gefallen. Och Mann. Glaubt das nicht? Kann ich mich so ein Klopapierrollen stellen? Das aus, als könnte man was damit ausstellen, ne? Aber irgendwie. So. Reicht's nicht. Etwas gegen das Klo werfen. Gegen welches? Ach, oder? Ja, die Thesen. Oder kommt der Nummer neu? Wahrscheinlich was, was Krach macht, ne? Zu den Klot. Das kann natürlich auch. Wir sind ja schon mit dem Krach. Ja, das ist ihm scheißegal. Wir machen's mal. Warte, gegen den Spiegel? Fast, der Klodeckel. Jetzt weiß ich schon, was für anderes Spiel mich das immer mehr erinnert. An Apes Odyssey, wenn ihr das kennt. Ist auch sehr cool. Das hat auch ein bisschen was davon. Alter, der verrückte Koch. Okay, 6. Schön langsam. Okay, jetzt kommen wir so an die Puppe auf jeden Fall. Spiegel, von der du die Leute von der anderen Seite auf dem Klo beobachten. Oh mein Gott, du hast recht.
Oder sind im super scheinbar piekfeinen Restaurant, ne? Ich würde da interessieren, was diese Öllampe zu bedeuten haben. Okay, da können wir neu. Kleiner Zwiebelmann, wir müssen hier weg. Kennt jetzt Zebrarolle, dick und durstig, Alter. Das ist der Konterpart dazu. Dick und hungrig, Mann. Mahlzeit. Das war scheinbar nur für eine kleine Zwiebel, Mann. Alter, das ist einfach voll der Haufe. Oh Mann, sind die schnell. Iss mich nicht. Alter, ist einfach Rampage, Mann. Oh, lauf, 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 lauf. Oh Gott, was passiert hier? Ich hab noch mitgenommen. Ich aber war nicht schnell genug. Ach Mann. Die Steuerung funktioniert leider nicht über 100%. Egal, probieren wir es einfach nochmal. Okay. Alle hopp. Alle hopp. Alle hopp. Alter, wie die einfach völlig eskalieren, ne? Greif doch! Ach Mann. Funktioniert das nicht? Sie greift sich das Ding nicht. Ich weiß nicht, ob es zwischendrin einfach stoppen soll oder ob es einfach keine Power mehr hat. Oh, jetzt hat's funktioniert. Wer ist das schnellste Essen aus Mexiko, Mann? Eine Gedenkfackel für den Typen, der sich für was zu futter einfach der Abgrund runtergestürzt. Ist der Werbespruch von KFC Finger licking good? So zum Thema. Wir den geile Hut. Das wäre mega. Kein cooler Hut für uns. Das ist halt alles sehr asiatisch, ne?
Okay, jetzt versuchen wir mal drauf zu achten. Hier war es ein Bildschirm. Noch sehe ich nichts. Ich erkenne leider nichts. Ich wollte es wissen schon. Warum hat sie das gemacht? Ich meine, dass sie die Rat gefressen hat, wenn man nichts anderes hat. Ja, okay, ist nicht unbedingt der Happy Meal, verstehe ich. Aber wie haben die ganze Zeit den Arm nehmen können? Ich bin eigentlich auf das hier aus gewesen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja. Sieht aus wie Geisha, ne? Na, guck mal. Ist es die, wo in den Fahrstuhl gegangen ist? Wäre die Figur schon hier überall rumstehen? Das check ich. Waschstuhl kann man bestimmt hoch, oder? Das hat mich jetzt schon schockiert. Ich meine, wir haben keine Ahnung, was mit den Obstisch hat, aber trotzdem. Einfach gefressen, ne? Ich kann gar nicht so richtig unter die Kapuze gucken, ist ganz schwarz. Sommer? Das haben wir schon mal gehört. Hallo? Okay, da brauchen wir jetzt wieder einen Schlüssel. Die Bilder. Jumpscare aus dem Schrank. Steht noch so viel. Dreht sich doch 100%ig glauben, oder?
Ist das abgefreakt, ne? Ich habe keine Ahnung, was es bringt, die zu zerstören. Wir machen es einfach. Ich bin gespannt, wie sich das aufklärt am Schluss. Hier kommt doch 100%ig was aus dem Schrank, oder? Ey, du musst es doch gehört haben. Das war komisch. Jeder ist auf uns losgegangen. Bei sich Kontakt. Oder wenn wir hier was gemacht haben. Warum sie, ne? Sind manche Bilder abgedeckt. Wo wollen wir überhaupt hin? Ich hab echt gedacht, dass wir einfach nur von diesem Schiff runter wollen. Aber wir sind ja wieder hier. Alter, mein Herz. Alter. Aus die schnell, aus die schnell. Ich bin gut in so Passagen, hm? Oh, wie sich die Flamme beschützt. Jetzt weiß ich schon Bescheid, jetzt soll ich es schaffen, ne? Oh, sie muss zu Atem kommen. Haben wir sowas wie Ausdaueranzeige? Bloß halt ohne die Anzeige. Das wäre jetzt interessant. Sieht ein bisschen aus wie ein Bossraum, ne? Ich war mir jetzt sicher, dass wir auf den Tisch steigen müssen. Aber es wird dieses große böse Gruselauge, ne? Das wir ganz am Anfang gesehen hatten. Das ist. Ach Gott. Wenn es hier ein Ever schneller ist wie die Gosch. Was ist das?
Der Fug. Was soll ich mit dem Spiegel jetzt aber machen? So schnell ist ihn erledigt, ohne es erklärt zu kriegen. Super blöd, ne? Ich dachte, ich musste neu gucken, aber. Müssen wir einfach zurück durch den Raum? Ey, ich weiß es nicht. So Trial-and-Error-Passagen sind halt echt nicht so geil, muss ich sagen. Ach komm, Spiel. Ich versuche jetzt einfach mal durch den Raum zurückzurennen. Das ist ein Lichtstrahl. Der verschwindet, ist doch ein Lichtstrahl. Vielleicht müssen wir uns mit dem Spiegel da neu stellen. Weil es dauert immer eine Weile. Sie bemerkt uns praktisch, dann fängt dieses Dom. 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 Oh, und dann taucht sie erst wieder auf. Ne? Hab ich mir's doch gedacht. Na? Versteht die hübscheste Natur, hä? Ich das einfach umhaut. Komm her! Gucken, dein hässliches Antlitzmonster. Oh. Bist du? Steckt die Ei. Was passiert? Oh nein.
jetzt passiert? Kann es sogar sein, dass es das war? Das sind doch die Zwiebelmänner, ne? Das war's. Ist fertig. Das kam unerwartet. Und ich habe absolut keine Ahnung, um was es so ging oder sonst irgendwas, ne? Absolut kein Plan. Aber dafür, dass es so kurz ist, es ist verdammt atmosphärisch und gut. Bin gespannt, ob noch was noch im Abspann kommt. Lass mir jetzt halt einfach mal durchschlafen. Dann haben wir ja aber noch 6 Pension Pack. Könnt ihr mal euer Vermutungen in den Chat schreiben, wenn ihr wollt. Würde euch mal interessieren. Krass. Wir haben kurz das Let's Play. 2 Episoden, Mann. Beziehungsweise, wir haben sie ja gefunden. Ich fand's echt gut. Also, sind wir mal ehrlich. Ich hab's damals, ich glaube, für einen 10er geschossen. 10er! Top. Aber wenn es halt mehr wie 10 Euro kostet. Das ist schon echt kurz. Also, ich dachte locker, dass wir so 5-6 Stunden brauchen. Das Six hat die Power der Lady geklaut und hat die Lebenskraft der anderen Kiste absorbiert. Ja. Aber warum? Warum war Six dort neu gesperrt? Was ist Six? Ist einfach nur so ein kleines normales Mage oder? Das sind doch so viele Fragen, die aufs. Krass. Ich bin mal gespannt, der DLC, ob der noch Mehrwert bringt.
muss jetzt nur mal gucken, weil mich das interessiert. Gibt es da Erklärungen im Internet dafür? Okay, das ist interessant. Angeblich, wenn Six in diesen Hungerstatus verfällt. Ich habe auf dem Bildschirm oben links und rechts geguckt, aber scheinbar hinter ihr taucht irgendeine schwarze Gestalt auf. Was ich gerade lese, ist sehr interessant. Achtung, Spoiler. Hat nichts mit dem DLC zu tun. Wenn man darauf achtet, was wir essen als Six, sie nimmt praktisch Eigenschaften von diesem Essen an. Das sieht man ganz gut an der Stelle, wo wir die Ratte essen. Wenn die Ratte essen, krabbeln wir auf einmal viel mehr durch Schächte und Lücke wie eine Ratte. Und am Schluss ist es wirklich so, wir absorbieren die Kraft von dieser Lady. Krass. Also ist da die Frage, was das erste, was wir essen, ist Brot, ne? Was nehmen wir dann? Stellhart oder was? Yay, yeah, Gott sei Dank wissen wir jetzt, was mit Bandai Namco Entertainment Korea auf sich hat. Alter Falter. Alter, der Soundtrack ist krass.
kannst du uns bestimmt zeigen. Die ist schon 4 Jahre alt, Mann. Little Nightmares. Auf zum DLC, würde ich sagen. Vielleicht kriegen wir doch. Und es kommt noch was. Steuer. Ah, es kommt nichts mehr. Danke fürs Spiel. Das ist die Treppe. Schiff. Ja, das war alles aufgefahren. Machen wir mal Extras. Okay. Neues Spiel. So. Da war doch der DLC jetzt schon mit drin. Völlig andere Figur, ne? Das stimmt, ne? Oder? Aber warum wählt man den DLC so doof, oh? Ist komisch. Okay. Sind jetzt 6, wir sind irgendjemand anderes. Das Brot hier geschmissen hat. Das kann natürlich sein. Ich hoffe, der DLC ist jetzt aber nur 2 Minuten lang oder so. Okay, das ist der lange Louis schon wieder. Aber die Kinder einfangen. Das ist ein Wurm. Aber da waren wir schon mit 6, ne? Genau. Das ist ganz am Anfang vom Abenteuer gewesen. Und wir sind nämlich mit 6 da unten, nämlich langgeschlichen. Oh,
Starten wir jetzt eine krasse Flucht-Aktion. Mädchen mit einer Taschenlampe. Haben wir Schuhe wenigstens? Das ist wie so eine kleine Puppe, ne? Da waren wir auch schon, ne? Oh, wie spiel ist zeitlich, ne? Also scheinbar sind die ganzen Kinder auf jeden Fall nicht freiwillig da drin. Also ganz ehrlich, ne? Diese Alarmanlage ist ja echt nicht die geilste, ne? Okay. Ab in die Gully. Okay, das kennen wir ja schon, ne? Captain Gruselhand. Ist Käfer schon? Ich hab mich nicht im Titel vertan, warum? Wieso, was ich spiele? Ich kann gerne mal nachgucken. Wenn ich meine Maus denn bekomme. Ja, okay, 32 Uhr, natürlich. Okay. So. Okay, wir haben das Ding mit den Frames. Guck ich später mal. So. 23 Uhr natürlich. Scheiße.
Was ist die kleine Lady? Oh, wow. Der Effekt mit der Taschenlampe ist geil. Was sind das für Spuren? Warum wollen wir da hinterher? Oh, nicht schon wieder. Echt eklige scheiß Schlapperwürmer. Okay. Mögen die Licht oder finden die uns einfach nur zum Anbeißen? Was sind die eklig, Mann? Aber ihr habt nicht die Macht der Daumen! Jetzt ist aber noch Essen, sorry, alles gut. Kannst du so auf YouTube dann gern noch nachschauen? Wir haben das Grundspiel gerade durchgespielt. Und der Schluss war sehr verstörend. Und jetzt sind wir im DLC. Der nebenbei gesagt super blöd ist auszuwählen. Schon, dann haben die jetzt verloren oder was? Oh, dann dreht er von dem falschen Knopf. Spielst du und hast du ihre Schattengestalt beim Essen gesehen? Ich habe in die Ecke vom Bildschirm, ehrlich gesagt, geachtet und habe eben mir den Schluss so ein bisschen Erklärungen nachgelesen, während die Credits gelaufen sind. Ne, ich hab's noch nicht gesehen, aber ich habe auch echt an die falsche Stelle geachtet. Ich vermute jetzt auch mal ein bisschen. Natürlich dreht der Hund durch. Ja, wie gesagt, ich habe leider aufs Falsche geachtet. Was war so schockiert, als sie anstatt der Wurst das Dreiecks mehr... Ja, war ich. War ich sehr. Und ich bin jetzt echt acht gehuckt, wenn ich das durchgespielt habe, mir so ein paar Erklärungen vielleicht für den ersten Teil zumindest durchzulesen. Weil schon mit der ganzen Welt doch mehr Ostisch hat. Das ist der große Pinocchio. Alter, was ist das? Ich schick dir ein Video nachher, ja? Das kann ich gerne mal machen. Ich muss ja was sagen. Ich finde die Atmosphäre hier auch ziemlich geil. Dieser Taschenlampe statt das Feuerzeug. Aber rest in peace, Zwiebelmännchen. Das waren unsere Freunde. Haben sie einfach wegschnabuliert wie ein Chicken McNugget. Jetzt ist sicher, ob ich da runterfallen sollte. Probieren wir's. Hey! Hat funktioniert. Okay. Die haben doch bestimmt keinen Bock auf Ravioli. Es ist einfach nur widerlich, Mann. Boah, sind die schnell. Boah, sind die schnell. Uiuiuiuiui. Ja, genau. Und einer von denen ist natürlich super smart, ne? Schneiden wir den Scheiß weg ab.
Übrigens, laut dem, was ich mitbekommen habe, werden die Gäste auch teilweise zu essen verarbeitet. Seht ihr das an seinem Fuß? Das ist doch Rachepuppe oder was, dem Steuer. Was stimmt mit unserem kleinen Kerl? Ach ne. Der linke Fuß sieht ganz komisch aus, ne? Das ist eine Holzpuppe, das kann natürlich auch sein, aber Six war es auf jeden Fall nicht. Schalle können wir auf jeden Fall drücken. Oder auch nicht. Ah, komm, streng schon. Kann ich da wirklich rüberspringen? Okay, wir fliegen das alles, aber warum? Ah, weil wir jetzt da wie schwimmen können. Okay, oder war das Fleisch einfach total sinnfrei? Oder müssen wir einfach nur... Ja, perfekt, das wollte ich. Yay! Das Loch habe ich nämlich gesehen. Scheinbar sind wir immer noch auf diesem Schiff. Wie gesagt, die Frage ist nur, zu welchem Zeitpunkt? Ganz ehrlich, Alter, wenn der ganze Bug voll ist mit Wasser, was für eine Schrottmühle ist das? Ey, ich hab's gewusst. Oh Gott, ich hab's gewusst. Wie selber nur wegblubbern. Boah! Oh, das Spiel hat was dagegen. Alter, das Game hat einfach voll was dagegen, wenn man 5 Stunden auf der Couch rumchillt, ne? Oh nein! Oh, was mache ich? Aber den Scheißknopf war so sehr losgelassen. Ey, das ist voll die Hardcore-Gruselhand, ne? So, wo muss ich hier? Ist noch ein Fass. Alter! Diese Nerven kitzeln total. Okay.
Denkt Namen raus. Ich glaube schon. Nein! Oh, lass doch. Oh Gott, ich bin so blöd, ne? Warum ist halt der rechte Trigger? Blöde Schalt mich fest-Taste. Warum drück ich den nie? Warum drück ich den nie? Bitte. Und tschüss. So viel dazu. Ah, probieren wir das dann nochmal. Ist aber das mit einer Perspektive, oder? Ach, Mann. Ich war doch draußen. Das finde ich echt nicht so geil. Wenn du die Perspektive nicht einschätzen kannst und dann verreckst du andauernd. So Stelle gab es im Hauptspiel ja schon immer. Ach, komm schon, lass los. Echt schwer, ne, das einzuschätzen. Das hat funktioniert. Okay. Was passiert, wenn ich das ins Wasser werf? Alter, irgendwas sitzt da unten und hat tierisch Bock auf Fischstäbchen, Mann. Aber so richtig. Ich hab jetzt zwei Brocke hier geworfen, ne? Ich müsste eigentlich total egal sein. Boah, wie schnell ist der, Mann? Dass er das kann. Ach Gott, ich bin doch so doof, oder? Ich mag die Stimmung, ich mag das mit der Perspektive, aber das ist manchmal echt nicht.
Ich gehe einen Schritt scheinbar zu falsch in. Nach vorne oder zurück? Oh nein, nicht schon wieder. Okay. Ich glaube, unseren Fischmann ist da in dem Schach unterwegs. Um es zeitlich einzusortieren, diese Story spielt parallel zu der von Six. Ah, okay. Ja, aber trotzdem muss es ja, zumindest der Anfang von dem Ganzen, minimal verzögert gewesen sein, behaupte ich jetzt einfach nur. Wenn man an diesem großen Auge vorbeikommt und hin und her. So. Hallo, Klospülung. Was. Ich lehne mich jetzt mal weit vom Stuhl runter. Da ist bestimmt so ein kleiner Zwiebelmann drin, oder? Oder Mini Pyramid Head, oder wie ist es schnell? Keine Ahnung. Jemand sieht sie kurz da im Hintergrund beim Auto. So. Hab ich gar nicht drauf gehabt. Muss ich mir schon mal ein Video oder sowas angucken. Komm, schieb's da runter. Zwiebelmann wäre mir jetzt ehrlich gesagt lieber gewesen, wie Captain Wurm. Auge. Ah, süß schon mal. Hab ich gar nicht drauf gehabt. Ist aber keiner von der flinken Sorte da. Ist halt cool, ne? Was man alles sehen kann, wenn man halt weiß, wo man hingucken muss. Darauf achtet. Okay, das ist Sicherung. Oh ja, können wir das Vieh jetzt einfach grillen? Das schwimmt da bestimmt rum, oder? Du bist derjenige, der bei der Six durchgegangen. Ah, habe ich mir doch halber gedacht. Ach so. Bewegt sich das automatisch oder? Wie kriege ich das drüber? Und jetzt abgerutscht, ne, vergerüstet, das wär's. Komm, lass uns eine Brücke bauen. Mit komischen, gruseligen Kisten.
Schnitt. Masterclass. Ich bin jetzt einfach so blöd, spring daneben, wette. Ich muss jetzt aber die Brücke nicht nochmal bauen, oder? Nein. Gott sei Dank. Und Sprung. Ich probiere es jetzt noch einmal. Dann habe ich das Ding wahrscheinlich einen Zentimeter zu weit rechts hingelegt. Da brauchst du einfach mehr Schmackes in meine kleine Bäsche. Gott. Ja, Aula vielleicht? Man nennt mich auch den Brückenbauer. Okay, lebendig ist anders da. Wir bestatten jetzt hier mit Karl Ratti. Er war eine gute Ratte. Vielleicht die einzige Ratte auf diesem Schiff, aber wahrscheinlich nicht die einzige Ratte. Er wird sehr wahrscheinlich seine Frau hinterlassen. 200 Kinder. Aber war eine gute Ratte. Sehr fürsorgliche Ratte. Aber dann wurde er wahrscheinlich ausgezuckelt. Wie eine Kapersonne. Verabschieden uns von ihm. Gedenken seinem Opfer. Karl Ratti, das ist für dich. Wir sind Rattenbestatter. Ich hätte jetzt echt gerne mal fürs Protokoll ausprobieren, was passiert, wenn ich ins Loch gesprungen bin. Da hat er rausgeguckt. Der alte Gruselmann. Der ist nicht mehr sauber in seiner Buchse, oder? Sage, ne? Oh, was ist das? Mucha cazzia, Ravioli in die Dose! Hat er keinen Bock. Der will Fischstäbchen, Mann. Wille, Mann. Was ist wieder für Marke? Ja, ist gut. Wo sind wir jetzt hier? Sind denn da Fässer, oder? Könntest du bitte mal hier nach links kommen? Oh, da
kann man ins Wasser gucken müssen. Wahnsinnig, ne? Kommt jetzt nochmal noch links, oder? Da ist er. Was war da noch links? Strauder ist doch nicht, der ist doch schnell wie Hölle, ne? Ich versteh's halt nicht. Der dümmelt die ganze Zeit rechts rum, ne? Kannst du das Boot runterlassen? Die Idee ist natürlich, die ist gut. Aber wie? Ich kann drauf springen, aber das war's, ne? Nicht. Ich kann es zum Schwingen bringen, aber das war's halt. Ich kann aber auch nichts hier rausnehmen, was ich schon zum Fraß vorwerfen könnte. Jetzt ist er links. Oh Gott. Aber die Idee war auf jeden Fall nicht schlecht. Aber ich habe leider nur eine Taschenlampe, kein Messer oder sowas. Ach Quatsch, ich kann noch nie im Leben so weit springen, oder? Gott sei Dank war da noch eine Loche. Hier waren wir auch mit Six, ne? Ja? Ne. Sieht nur sehr ähnlich. Okay, du musst erheben. Ich schwimme. Schnell gibt's nicht. Ey, manche Dinger sind so
mies versteckt, ne? Schon erst mal drauf gucken. Hab ich mir jetzt gerade elegant die Lösung versaut, oder was? Boah, ich dachte schon. Das wäre jetzt extrem blöd gewesen. Na komm. Ich den Koffer und ziehen ihn hierher. Dass man im elegant drauf kommt. Okay. Jetzt kann man das Wasser nämlich wieder hochlassen. Und den Hebel ins Loch stecken. Doch, bitte fahr nicht neu. Oh Gott sei Dank. Ich dachte, er schmeißt nicht weit genug rein. So. Ah, ich muss dann einfach nur weiter in die Mitte. Das ist schon elegant. Drüber hopsen kann. Aber nicht passt das. Ich brauche erstmal das Wasser. Ja, und durchgeschlittert. Boah, ist hier dunkel. Stäbchen, Mann. Oh Mann, werde ich jetzt schon wieder gefressen. Aber die Animation passt halt nicht. Ach Mann. Weil ich so doof bin. Das war nicht schlecht. Ich weiß aber nie, ob die Figur sich direkt automatisch hält oder nicht, ne? Schnell wird. Okay. Oh, der hat keinen Bock. Oh mein Gott. Oh mein Gott.
Oh Gott, schwimm, schwimm, schwimm. Das ist schon wieder so ein Fernseher. Ein Fernseher haben wir mit 6-8 gesehen, ne? Ah, vielleicht. Die Idee war gut, ihn mit Trash-TV zu killen. Ich war zu langsam. Okay. Alter, der Fischstäbchen, Mann. Oh, geh doch hoch, Mann. Kletter, kletter, kletter. Ey, ich bin ein Gruselkerl. Lasst mich hier drin. Deswegen, meine Freunde. Guckt euch lieber was Gescheites im Fernseher. Was macht der? Mann, war doch ein Zettel drin, ich glaub's, ne? Das hat sich so auch gehört. Ach Mensch, warum hat man die Animationen gesehen? Ich muss auch sagen, bis jetzt fand ich das Hauptspiel echt ein bisschen cooler, ne? Mysteriöser. Oder was meint die? Okay. Soll das so sein? Im Käfig, ajo. Oh mein Gott. Ich habe das Gefühl, das war's.
da kommen. Außer die Crew. Gott, deine Dinger sind nur zu Kinder drin. Ey, diese Wasserstreife ohne links, ne? Da macht mich irre. Hier müssen wir mit 6A schon gewesen sein. Respekt. Lies die Laterne. Spruch. Mehr. Die Musik ist ja abgefahren. Macht der für uns die Tür auf? Okay. Ich glaube, der will mit, ne? Ja. Das ist cool. Schaffst du es doch, oder? Und alle, hopp! Ja, sehr schön. Dankeschön, Mr. Zwiebelmann. Papa, eilig. Die leben noch, wenn die so eingewickelt sind. Das ist abartig, oder? Naja, vielleicht sind wir halt auch wirklich die Ausnahmen. Imitiert uns, ne? Kann man hier gucken. Doch bewegt, ey, das wird schon rar können, oder? Ah, jetzt wird es Zeit. Teamarbeit. Dankeschön, kleiner Kerl. Alter, wie abgefuckt dunkel es hier ist. Sieht wie ein kleines Kind aus wie eine Holzpuppe, das erkennt man immer. Voll süß, nimm ihn. Ja klar, das ist unser neuer bester Sidekick. Captain Zwiebel. Na, oh, das ist ein Kumpel eingesperrt. Oh nein. Es sind schon wieder so irgendwelche Würmer drin. Nein, es ist der zweite Zwiebelmann.
keine Angst. Sind Frauen da? Kräftig gedrückt. Wir saugen euch hoffentlich nicht aus. Das ist cool. Jetzt aber mal im Ernst. Sie schubsen mir die Kiste runter und sie sind nicht fähig, ihren Kumpel runter zu holen. Komm raus, kleiner Freund. Nein, hab doch keine Angst. Okay. Unsere neun besten Freunde. Captain Zwiebel, Captain Schal und Captain Ring. Besten Freunde sein. Okay. Sorry, Captain Zwiebel. Wahrscheinlich die Türklinke da weg. Ach Mensch. Vielleicht stellt sich Captain Schale besser an. So, von deiner Stapel lassen sie sich auch nicht, ne? Gott, Leute, es tut mir leid. Ich bin echt zu blöd, ne? Ich weiß halt nur nicht, wo ich einfach nicht treffe. Ob das ist einfach. Dankeschön, guckt ihr mir halt einfach nur zu, ne? Oder? Ja, das ist mir klar, dass ich da hoch soll. Meine Wenn die drei Leute halt einfach versuchen, was mitzuteilen, ne? Und keiner macht wohl die Schnur auf. Oh, fast, guck mal. Direkt presse an der Tür stehe. Oder? Ich check's nicht. Ich hab das Gefühl, ich mache irgendwas falsch. Ist der Winkel falsch? Oder ich habe keine Ahnung. Ja, dankeschön. Ah! Oder auch nicht. Kannst du beim Werfen springen? Nee, leider nicht. Ah, guck mal, ich kann das aber ganz ein Stück weiter rausziehen. Oh je, Junge. Bleib doch da oben. Boah, die Steuerung manchmal, gell? Mein Sprungknopf ist nämlich der zum Werfen. Das ist nämlich der Knackpunkt. Ja, toll. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich falsch mache. Die Clan, die wollen halt nicht da oben bleiben. Die Kiste, da helfen sie mir halt auch nicht. Ich muss scheinbar in einem ganz blöden Winkel stehen.
Mann, das frustriert mich jetzt. Ey, diese quietschende Tür macht's halt echt nicht besser. Sie lassen sich ja bald an, aufeinander stapeln, ne? Was ist das Schwarze, was da liegt? Ach, das hier. Was ist das hier? Kohle oder sowas, ne? Kohlebrocke. Kann schon auch umwerfen, gefühlt bringt's nichts. Ich habe jetzt vermutet, ich werf einer dran, der bleibt hängen. Die bilden so eine Affenkette und dann im letzten ziehe ich. Jetzt kannst du die Kohle aufs Auge werfen. Ihre können wir es mal. So. Das muss mit seiner Affenkette funktionieren, ne? Aber frag mich nicht. Was, sie müssen schieben? Alle. Ach so! Ey, ach komm. Sehr smart. Big brain. Ayo, ich wollte. Sieh, aber es ist eine Schiebetür. Dankeschön. Sonst wären wir da noch 2 Wochen drauf rumgekriegt. Ah, das ist ein Kohlekeller. Ach, das ist, wo das Schiff vorgetrieben wird, ne? So. Die wollen nicht in den Ofen oder geschmissen werden, die wollen, dass ich den Hebel ziehe, wahrscheinlich. Okay. Du geht's weiter. Aber was ist hier? Oh nein, du hängst da noch fest. Nein, das sind doch meine kleinen Freunde. Komm raus. Oh, kleiner Kerl, ich tu dir doch nichts. Obwohl, das haben sie bei Six auch gedacht. Ja, die sind voll knuffig. Gegen Six hätte sie ja nichts gehabt, ne? Das Problem war halt einfach nur, dass sie als Capri-Sonne geendet haben. Ich hab irgendwas verpasst.
sehe. Oh mein Gott. Sicherung wieder neu, mal gucken, was es bringt. Tja, ich glaube, diesem Ärmer. Scheiße. Ich könnte damit ablenken, ne? Ist ja blöd, ich komme nicht mit zurück, ne? Ach je, ohne Taschenlampe ist halt echt schwer, ne? Vielleicht brauche ich das auch nicht. Ohne der Typ. Der sitzt halt hier permanent im Dunkeln rum, Mann. Alter, willst du mich verarschen? Wie lang ist der Typ? Ist die Sicherung? Nein, meine Damen und Herren, das ist eine Dose. Kann ich hier irgendwo hochklettern? Sieht so aus, ne? Oh. Ja, warte, wo kann ich mich rüberschwingen? Da macht er. Ey, schon wieder so Dinge, dass ich nicht check, ne? Sieht nichts, wie dunkler die Galt sein.
Das stimmt wohl. Diese Schränke oder Spinde, da sind sie mir zu präsent, ne? Ach, kann nichts mit denen machen. Ich weiß aber nicht, ob der es aufmachen kann, wenn ich es schaffe, ihn hier hochzulocken. Das kann ich mir vorstellen. Ach Mann, ich muss da hoch. Mal kurz nach ganz links möchte was testen. Dem Raum jetzt mit deiner weißen Schränke oder über diese Kohle-Dinge? Ich habe zuerst gedacht, ich könnte ihn hier hochlocken. Aber will er nicht. Er bleibt ohne im Raum. Oder kann ich mich über die Lampe dann das Loch schwingen? Kann ich hier was rausziehen? Ist ich da schon mal fest? Okay, ich glaube schon, ich gehe jetzt, sorry. Aber macht ja nichts. Ich kann da hochspringen, aber das bringt nichts. Weil ich von da aus nicht springen kann. Weil ich immer unter diesem Regal stehe. Ah, okay, ich kann davon wegspringen. Besser. Er greift aber an, dass ich das aufziehen könnte, ne? Das sieht so aus, als könnte er hier voll bequem hochklettern. Ah, macht er nicht. So, ist weiter. Ich glaube, das ist sinnvoll. Ich glaube es aber nicht, ne? Ohne diese Tür. Ich weiß nicht, ob ich die aufziehen kann. Komm.
Glasscheibe. Oder Kugelscheibe, besser gesagt. Nee. Scheinbar nicht. Da komme ich nicht weiter. Wie weit hinter der Rücksetzpunkt ist, ne? Irgendwas übersehe ich immer. Dürfte mir eigentlich nichts passieren, solange ich in diese Kohle-Dinge schlapp, ne? Kannst du da in die Öffnung? Welche Öffnung? Die ohne an der Tür, da komme ich nicht neu. Das ist viel zu hoch. Ich will in diese Öffnung, in diesem oberen Raum. Ist praktisch. Ich schreibe nochmal hier. Die Öffnung will ich. Weil da oben komme ich auch nicht hier. Den Hebel kann ich wahrscheinlich auch nicht betätigen, ne, weil ich so mini bin. Ne. Das muss was mit dem Raum ausschauen. Die du mit dem Hebel öffnest. Ach du Mensch, das hier. Ich vermute, es ist sowas wie ein Speiseaufzug. Und dazu brauche ich die Zweitsicherung. Ich suche mal, jo. Ja, ich muss hochrennen, das ist einfach schneller als ich. Das Rätsel finde ich nicht so geil, muss ich sagen. Weil ich check's nicht, wo ich da hochkraxeln soll. Ich glaube, es wird der echte Schluss für heute. Ich renne jetzt einfach nur mal in den Raum hoch, wo wir waren, noch deine zwei Kohle-Dinger. Muss es weitergehen, hey, aber ich habe halt absolut keinen Plan, wie. So, weil wir an dem vorbei sind, gehen wir Vollgas. Run, Boy, run! Er ist direkt hinter dir. Er will dich essen. Ach, man. Jetzt komm schnell mal easy going da hoch, oder was? Ja, komm. Ich stecke jetzt nicht immer das Ding da rein, das ist Schwachsinn. Das sind ja, dass wir neue brauchen, ne? Tür ist aufgegangen. Oh, jetzt aber Vollgas. Jetzt zurück zum Brennofen. Nee, leider nicht. Weil ich viel zu klein bin und krieg die Tür nicht auf.
Das sieht so aus, als könnte er hier hochklettern. Ohne Probleme. Da bleibt er auch stelleweise hängen. Aber. Manchmal springt er, manchmal will er nicht. Hier kann ich hoch. Neu drücken, ne? Hier ist schon mehrere Wege zu geben. Ja, okay. Aber welche? Nee, du hast noch was übersprungen. Sieht auch aus, das kannst du hoch, ne? Ah, ist halt original, er hält sich halt nur doof fest, ne? Geht nicht hoch. Oh Mann, komm schon. Ja, diese Greifmechanik, weißt du, da. Sieht es nämlich jetzt hier auch aus, ne? Deine Stapel hoch. Und deine Blätter oder was das sind. Zack und hoch. Ja, aber nicht. Ich komme nicht drauf. Also hier ist im Moment Ende gelandet. Ist einfach ein Blick. Gott, kann er sich hier einfach dümmlich durchdrücken? Nein. Ach, komm schon. Und an was erkennt man das, dass man hier den Schrank anfassen kann? Seht ihr die Tabs-Abdrücke hier? Diese mini Handabdrücke. Nicht dein scheiß Ernst, Spiel. Nicht dein scheiß Ernst. Bei den anderen funktioniert es nämlich nicht. Alter, das gequietscht, Mann. Ja gut, jetzt steckt er fest. Warum auch nicht? Okay, aber wo... Das nächste Ding, Alter. Ah, vielleicht hier. Och je, das gibt's schon nicht. Ey, die Stelle macht mich wahnsinnig gerade, ne? Ach nicht. Gehen wir es einfach noch da drüber. Ey, das sieht halt original so aus, als könnte ich jetzt an die Dinge hier springen, ne? Jetzt komme ich höher und im Endeffekt... Aua. Ah, Gott, ist ganz rot. Im Endeffekt bringt es mir nichts. Och nee. Och nee. Ich dachte schon. Ich dachte schon, ich hätte mich hier mal neu gepackt. Jetzt wirklich hier drauf, ganz blöd. Stimmt, ne? Ja.
kann man denn blöde Hocker? Könntest du mal was mal mit dem jetzt ausstellen sollen? Ey. Oh, schmeiß doch die Dose weg, Mann. Es könnte ja so viele Lösungsaussätze geben, ne? Aber nichts funktioniert. Absolut gar nichts. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich habe 5 Stunden gebraucht, um diese Tür zu finden, dass ich die aufmachen kann. Jetzt habe ich einen Hocker, der mir nichts bringt. Der kennt sich doch so wunderbar und das Ding hier, Alter. Für mich offensichtlichste wäre, dass ich hier irgendwie hochkomme, an die Laterne springe und dann rüber. Da rechts an der Teppiche? Ne, das ist ja wach doof, ne? Ja, toll. Darf ich vorstellen, der Zauberhocker. Greift halt nirgends. Nirgends. Woran die Ausstellung macht, hochzuklettern. Oh. Okay. Ich kann die alle so aufmachen. Ach komm schon. Was soll man das wissen? Der greift ja nur an der Ecke, ne? Ja klar, hier ist die Lösung. Wow, das war nur Zufall jetzt. Sie stelle mich an dem rechts, ach ohne, dass es noch ein bisschen abgewetzt ist. So, jetzt aber. Eieiei. Nie wieder. Und direkt wieder abgeschmiert, das wär's gewesen. Ah, gucken wir, was da liegt. Thank you.
Hallo, Sicherung, my old friend. Jetzt ganz dumm gegen den Schalter geworfen. Ups, die einzig funktionierende Sicherung hat den Geist aufgegeben. Das ist jetzt aber blöd, ne? Ah, das ist. Ah, jetzt verstehe ich auch, wo wir sind. Alter, ich sehe nichts, ne? Bitte was? Ajo, genau. Der Typ, Alter, steht einfach die ganze Zeit rum und dann steht er hin am Tisch. Warum nicht? Zack. Boah, ist die Sicherung durch die Gegend geflogen. Ey, du erkennst aber nicht. Es sind ganz schön viel Game Design technische blöde Stelle, ne? Du erkennst nicht, wo der steht, ne? Und dass diese Tür aufgeht, kriegt er nicht mit. Das kann ich mir nicht erzählen. Bitte bleib da hinten, Mann. Ah, wir haben es geschafft, wir haben menschlich. Und im letzten Moment auf diese Kohle-Dinger getreten. Alter, der kommt jetzt aber nicht hier neu, oder? Was hat mir der ganze Ausflug jetzt hierher gebraucht? Nix, ne? Was hat mir der Ausflug jetzt gebraucht? Ob ich stürze den Brennofen noch mal hier rum? Die sind wirklich voll. Das ist ein anderer Kumpel. Lauf doch nicht weg. Ah, der da oben muss.
Ach Gott, manchmal, ne? Ja, komm. Wickst du dich noch? Kann ich schon hochwerfen? Okay, aber für was ist das Teil dann? Ach, jetzt check ich's. So. Oh, kleiner Kerl, ist das dein Ernst? Geh doch mal weg. Wow, das sind keine Zwiebelmänner. Es sind Verkehrsschildchen, Männchen. Mensch, geh weg. Was ist das für ein Käse? Emmo schwankt Schiff und Emmo nett. Was sind das für ein Wellegang? Ja, die wollen mit. Nimm mal mit. Jetzt muss man doch nicht hier verrecken. Von Zix auf Fresse. Ja, danke dafür. Oh Gott. Ja, komm schon. Noch kleines Stück zurück. Das funktioniert jetzt auch bloß nicht, weil ich es 2 Meter zu viel gemacht habe oder was? Mein Auge juckt. So, und was mache ich jetzt mit euch, Freunde? Jetzt funktioniert das, was ich vorhin an der Tür gedacht habe. Gott, sieht das knuffig aus. Okay, noch einmal. Kommen die schnell genug überhaupt raus?
Ja, und jetzt? Alter, gruselige Affe. Jetzt wieder runter, oder was? Ich muss sie irgendwie mitnehmen. Ich glaube, das Ding einfach so weit runterfällt, wie es geht. Die Kiste bewegen, nein. Da kann ich hier mit irgendwas blocken. Ah, bestimmt, oder? Kiste und dem Karton oder was ist das? Ein Duschstrahl. Ja, das funktioniert leider nicht. Das habe ich nämlich beim ersten Mal direkt versucht. Kommt Nummer 3a noch? Oh, ja. Der hat Angst, kommt nicht tragisch. So. Alle hopp. Alle hopp. Nummer 3. Ah, ich befreie die scheinbar alle. Jetzt komme ich zurück in den Raum mit dem Brennofen. So, aber allzu lang mache ich nicht mehr. Weil er nämlich diese State of Play-Gedöns auffängt. Wenn wir gucken müssen, wo wir so gucken können. Sarah kommt ja jetzt auch noch. Schubs. Oh nein, wenn die jetzt auch zum Kohleschaufel abgestellt. Stimmt, ne? Oh Gott. Alter, wie viel ist denn? So, aber auf der anderen Seite, ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, um Little Nightmares vor jetzt zu beenden. Wie gesagt, weil ich noch State of Play-Ding raussuchen will, auf YouTube oder wo das läuft. Das bedeutet, ich starte gleich den Stream mal neu. Und es gibt scheinbar noch Erfolg. Aber ich gedacht habe, hey, mit 2 Episoden hätte ich es jetzt getan. Aber der DLC ist noch nicht fertig. Ah, jetzt kommt das, was ich meinte. Ja, dass wir jetzt zurück in den Baum sind, ne? Ja, auf jeden Fall. Nein! Ja, aber es geht euch das nächste Mal. Ja. Ja. Falls ihr was verpasst habt, guckt auf YouTube, auf meinem Channel. Da lade ich die Dinger zeitnah hoch. Ansonsten danke fürs Zugucken. Wie gesagt, wenn ihr krasse Live-Reaction-Gedöns habt, wohl bleibt dran. Um 23 Uhr ist dieses State of Play. Und ansonsten danke fürs Zugucken und eventuell bis zum nächsten Mal oder bis gleich. Tschüss!